Hey Leute und willkommen zurück zu Divinity 2 Ego Draconis. Ja, beim letzten Mal waren wir stehen geblieben, direkt vor einem Goblindorf, wo ich mich gefragt habe, ist das ein Goblindorf? Und ja, es ist ein Goblindorf, ein Doblindorf. Oh ja, Versprecher vor dem Wien. Sowas machen wir. Hua! Oh Kacke. Hua! Bam, Batz! Halt! Inventar. So. Jetzt müssen hier wir mal taktisch vorgehen. Hier mal die Heiltränke auf die Position 7 ziehen. Und nein, brauche ich nicht. So, wir haben noch genug Mana, würde ich mal sagen. Bam, Batz. So, und jetzt nehmen wir gleich mal so einen 7er Trank. Damit uns da nichts verloren geht. Scheiße, die heilen die. Wisst ihr, wie ich das nicht leiden kann? Sehr groß sogar. So, jetzt haben wir hier mal schon einen umgebracht. Sehr schön. So, nochmal einen Trank. Ja, okay. Bringt eigentlich gerade gar nichts, weil irgendwie kriegen wir ja doch schon genug hier an Leben, würde ich mal sagen. Ich setze ihn ein, sobald wir auf 400 runter sind. Krass, ey. Wie die mit dir fertig machen hier. Oh nein. Bist du jetzt ganz allein? Oh nein. Das ist aber schlimm. Furchtbar ist das. Ja, heil dich ruhig noch. Du wirst bestimmt nicht sterben. Nein, 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 nein. Tot. So, was hat denn der fallen gelassen? Ein Bogen. Hey, genau das, was ich nicht brauche. Klasse. So, und was hat uns das jetzt gebracht? Ich habe gedacht, hier wäre irgendwo ein Meister oder so. Oder so ein fettes, dickes Vieh. Wir gehen mal weiter runter. Na klar, da unten hocken auch noch ein paar. Wer hätte es gedacht? Ich. Batz. Dreckimensch, geh weg. Ich bin kein Dreckimensch. Alter, König der Elfen, nicht drecki, drecki, du. Hey, ich nicht drecki, drecki. Du bist drecki, drecki. Was sei drecki, drecki? So, ich kümmere mich erstmal um dir zwei hier, weil die machen mir Schade. Und mit Schaden kann ich nichts anfangen. Ja, fand ich auch. Da liegst du ausnahmsweise mal richtig. Scheiße, ich krieg Schaden. Und zwar derb viel. So, jetzt müssen wir hier Alrik tot machen. Tot, 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 tot. Tot dem Alrik. Dieser war böse. Ein böser Junge. So, würde ich mal sagen, kümmern wir uns um den da. Lalalalalalalala. Easy going, würde ich sagen. Ja, ey, hör auf, dich zu heilen, Mann. Alter, solche Cheater hier. Solche Cheater. Kann ich nicht leiden. Stirb. Was hat denn der? Oh, oh, schön, oh, das ist geil, oh. Erhöhte Reflexe, aha, ja, okay. Quarz, aha, ja, okay. Nimm! Das sieht doch mal schön aus. Plus 1 Lebensentzug, cool. Auf jeden Fall. Und ein Buch! Ja, Bücher. Die wollte ich schon immer haben. Und Gold. Gold wollte ich doch schon immer haben. Hey, guck mal, die sind noch zu zweit. Sind aber süß. Müssen wir die jetzt fertig machen? Die kleinen Viecher da. Oh, die sind aber süß. Die haben ja gar keine Chance mehr gegen uns. Und die sind ja goldig. Ah, sind die nicht goldig? Oh, guck das mal an. Ja, sind die nicht goldig? So, die sind jetzt auch gleich tot. So, das war's auch. Würde mal sagen, schnell speichern. So, dankeschön. Haben wir uns aber voll in ihre Festung hier gecheatet. So, haben wir denn irgendwas erfüllt bei den Tagebüchern? Kopfgeld auf einen Schaman, ne? Möchte, dass ich den Anführer der hiesigen Rothammer-Stammes töte. Okay, ich habe gedacht, das geht um Goblin. Verdammt. Sesam, öffne dich. Was ist denn das? Ach, das da. Klar, hey. Hey. Das war's dann. Ich habe keine Ahnung, wo ich das finde. Ich erkunde einfach mal weiter die Welt. Macht viel mehr Spaß. Wir leveln uns ein bisschen. Guck mal, jetzt habe ich schon wieder die Hälfte vom nächsten Level, Alter. Bin ich pro? Bin ich pro? Ich glaube, hier kommt man auch gar nicht. Gar nicht anders dahin als mit dem Drachen. Also, wenn man selbst ein Drache ist. Ja, würde ich mal sagen, haben wir die hier schön alle gemacht. Und nehmen noch hier die Pflanze mit, weil wir es können. Und legen noch das schöne neue Amulett an. Oh. I love it. So, unser jetziges Amulett ist ja mal richtig scheiße. Halt, das da. Ah, Doppelklick. Aha. Warte mal. Was ist denn da? Ach, die Willenskraft wird ein bisschen stärker. Ja, okay. Das ist jetzt nicht so
unglaublich wichtig. Ah, lieber 645 Leben, das hört sich doch mal schön an. 645 Leben. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Nein, 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 meine lieben Freunde. Das kann nur ich. Und das Wasser da unten. So, weiter geht's mit unserer schönen Erkundungsreise hier durch die Welt von... leck mich am Arsch, was ist das? Hammergeil. So ein Ding haben wir schon mal gesehen, aber... Da liegen einige Tote vorne dran rum, würde ich mal sagen. Guck mal, ein Champion und Champion. Hey, der hat was gehabt. Eine Pflanze. Klar. Klar, nehmen wir immer mit. Und er? Auch eine Pflanze. Hey, klar, warum nicht? Und wo geht's da hin? Oh, oh. Hilfe. Ist das eine Zwischensequenz? Krass. Wo sind wir? Mami? Hilfe. Krass. Ich weiß nicht, wo wir sind, Mami. Oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, my fucking goodness. Ach, du Heilige. Oh, guck mal, Mami, guck mal. Guck mal. Guck mal, da. Mhm, ja. Sieht nett aus, auf jeden Fall. Tja. Ich hab Angst. Und ihr? Oh, Kacke, ey. Will ich nicht machen. Komm, wir machen mal hier alles kaputt. Da haben wir sie voll gedisst, ey. Guck mal, wir klauen ihnen sogar was. Oh, Becher haben wir ihnen geklaut. Boah, wir sind voll hart. Wahaha. Becher. Meine Becher. Kaboom. Kabam. Und da die nächste Truhe. Und da ist noch eine Truhe. Und die kriegen wir nicht, weil das Seil hier viel zu stark ist. Das besteht aus unzerstörbarem... Kiste. Unzerstörbarem Kiste, genau. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ja, und Gold. Die Kisten, ja klar. Klar, steht ein Haufen Kisten und ich darf sie nicht kaputt machen. Ich glaube, es hackt. Jetzt... Genau. Okay, sind eh leer. Was ist das? Leichter Nachtjägerschild. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Alles geklaut. Ich klau mir einfach mal alles. Oh, Alter, ich hab's heute echt mit meiner Stimme, gell? Tut mir echt ein bisschen leid hier, dass ich so ein bisschen krank bin und so. Aber was soll man machen? So. Ja. Sieht ja supi aus. Ist ganz toll. Leute, ich brenne. Ach, ich bin... Das Feuer ist aus. Warum habe ich gerade gebrannt? Weiß niemand so genau. Egal. Wir machen mal Quick Save und dann würde ich mal sagen, let's go. Ich glaube, wir sind so ziemlich richtig fett am Arsch, gell? Fuck, da ist schon einer. Und ich weiß nicht wo. Da oben, oder? Komm, lass dich anvisieren. Bam! Alter, noch nicht getroffen, ey. Wir sind voll die Pro... Verdammt. Also, ich würde sagen, wir haben so ziemlich keine Schnitte gegen die. Aber den will ich jetzt umbringen. Au. Bam. Batz. Scheiße. Doch, den bringen wir jetzt noch um. Weil wir es drauf haben. Bam. Ich will die Erfahrung. Boah. So, jetzt Batz. Komm, der ist doch tot. Ja, Mami, dankeschön. Damit haben wir 2400 Erfahrung einfach mal bekommen. Fett. Fett, 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 fett. Das finde ich ja mal richtig. Scheiße. Nein. Nein. Das war mal Fail. Oh, Mann. Alter, war das Fail, ey. Da falle ich mal einfach da runter. Habe ich mich ein bisschen verschätzt. Ach komm, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Habe ich keinen Bock mehr, ey. Will ich nicht mehr. Können mich alle mal... So. Wieder in der schönen Natura. So, was machen wir? Gute Frage, gute Frage. Bitte die nächste. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich habe echt keinen blassen Schimmer, was wir jetzt tun sollten. Oder sollen. Darum springe ich jetzt einfach mal da runter. Au! Baum. Böser Baum. Lol. Ich stinke zu arg. Hä? Kann man euch hauen?
Freunde, die kann man nicht hauen. Hey, du bist ja nicht willkommen, also hau ab. Moor. Richtig. Ja, ich werde mir gleich euren Kopf holen. Nicht, wenn ich mir zuerst einen hole, jawohl. Na. Lol, Ninjas. Ninja Turtles. Leute, das sind Ninja Turtles. Bringt die Ninja Turtles um. Hilfe? Ich fühle mich gar nicht gut. Tja, die Ninja Turtles haben uns dann doch umgebracht, würde ich schon mal sagen, hier. Scheiße. wir losen ein bisschen gerade ab, würde ich sagen. Und ich würde auch sagen, wir stören hier die ganzen Zwischensequenzen, denn eigentlich sollten wir von der vorderen Richtung kommen und wir kommen einfach mal von hinten. Und dann war der auf einmal verwirrt. Ja, so einfach geht das. Schande. Okay, egal. Wir fliegen jetzt mal mit dem Drachen. Sehen wir die da unten? Brenne! Brenne! Oh Mann, warum kann ich die nicht in meiner Drachenform umbringen? Wäre viel einfacher. Och Mann. Okay, dann würde ich mal sagen, fliegen wir da knallhart vorbei. Und was ist denn das da? Trollolol. Alter, was ist denn das da drüben? Ich bin gerade echt verwirrt. Wir fliegen einfach mal da runter, so. Und verwandeln uns, so. Und jetzt geht's einfach mal darüber. Schnurstracks dann über. Ich will wissen, was das ist. Das sind Türme und noch Sachen und noch mehr und. Und wir müssen uns leveln, dringend leveln. Aber sowas von dringend leveln. Das geht ja mal gar nicht, ey. Gar nicht. Ne. Welche Stufe sind wir? 22. Was wollte ich auf Stufe 23? Irgendwas konnte ich doch auf Stufe 23. Also auf Stufe 23 konnte ich meinen Dämonen ein Level höher machen und... War da nicht noch was? Wenn ja, habe ich es vergessen. Super. Verdammt, ich erinnere mich nicht mehr dran. Egal. Fällt mir bestimmt ein, wenn es wichtig war. So, Wechsel. Tschuh. Guck mal, hier sind wir außerhalb von der Zone, oder? Nein, wir sind immer noch innerhalb von der Zone. Aber die Zone ist in der Zone von der Zone von der Zone. Oh ja. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ich labe hier auch wieder nur durcheinander. Oh, guck mal, ein Tempel. Oh, wie sweet. So, guck mal, der hat einen Aus... Oh. Einen Drachentöter, der alleine in Rivellon unterwegs ist. Es freut mich, euch zu sehen. Psst. Ich bin... Hey. Da hat gerade was geknackst bei mir. Okay, nochmal. Psst. Ich bin ein Drachenritter. Ritter. Aber bleibt unter uns, gell? Ich freue mich, ebenfalls euch zu sehen. Es ist stets eine Freude, auf andere Drachentöter zu treffen. Wow. Ganz ruhig, Timer. Ganz ruhig, okay? Hier liegt eine recht große Vertraulichkeit an den Tag angesichts der Tatsache, dass ich im Rang über euch stehe. Drachentöter? Kann man mich nicht mehr nennen, mein Lieber. Nee, wir machen mal das Erste. Ja, genau meine Rede. Na, was kann ich für euch tun, mein Freund? Ich bin gekommen, um den Kelch des Drachen zu holen. Unsere Reliquie? Warum wollt ihr sie? Ihr habt mir keine Fragen zu stellen. Aber ich muss. Wir können den Kelch nicht einfach so hergeben. Ein großer Beutel Gold dürfte die Frage beantworten, denke ich. Oder nein, übergebt ihn mir oder... Übergebt ihn mir einfach oder macht euch auf meinen Zorn gefasst. Ihr habt den größten Verrat in der Geschichte der Drachen begangen. Drachentöter, auf diese Missgeburt! Hallo, geht's noch? Oh, verdammt. Mami, ich habe Angst. Okay, ich überlasse mal wieder meinen Zukunfts-Ich diese Situation, denn ich selbst werde da mich ganz sicher nicht fertig. Darum sage ich mal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Divinity 2 Eodraconis. Freut euch drauf. Tschüss!